Folge Roblox Brookhaven. Heute Geburt bis Tod als Killer. Wenn ihr neu hier seid und es noch nicht gemacht habt, dann abonniert auf jeden Fall den Kanal, dann verpasst ihr keine neuen Videos. Und dann würde ich sagen, let's go! Oh mein Gott, Herr Doktor, ich bin schwanger, ich glaube, mein Baby kommt. Oh, legen Sie sich ins Bett. Okay, und jetzt? Oh, ich habe überhaupt gar kein gutes Gefühl bei der Sache. Denken Sie nicht, wir können vielleicht noch warten, irgendwie auf den nächsten Monat schieben? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich habe einfach so ein mulmiges Bauchgefühl. Ach, das passt schon. Okay. Kann ich vielleicht einfach alle Betäubungsmittel haben, die ich kriegen kann? Einfach atmen. Okay, dann 3, 2, 1. Oh mein Gott. Oh, sie ist so hübsch. Schauen Sie, Herr Doktor. Gut gemacht. Ich nehme sie einmal kurz. Ach, sie ist so eine Süße. Ich weiß gar nicht, warum ich mir die ganzen Gedanken gemacht habe. Wie süß. Wir müssen jetzt noch... Aua! Oh, was ist passiert? Ist alles in Ordnung? Ist dem Baby was passiert? Sie hat mich mit dem Schnuller attackiert. Ach, komm, Sie haben sie bestimmt falsch gehalten. Komm, geben Sie her. So, alles gut, meine Kleine. Hat dich sicher nur falsch gehalten. Au! Ah, ich glaube, sie hat mich gerade gebissen. Oh nein. Was ist denn jetzt? Ist irgendwas falsch mit ihr? Das sollte nicht sein. Das ist ein schlechtes Zeichen. Jetzt sagen Sie doch, Doc, worum geht's? Naja, es ist ja bald Halloween. Ja, ich weiß. Ich sehe die ganze Deko in der Stadt. Und zu der Zeit werden manchmal Kinder etwas aggressiv geboren. Ach, meine Kleine ist doch nicht aggressiv. Sie ist sicher nur ein bisschen, keine Ahnung, vielleicht ist sie kalt, weil draußen ist ja auch schon Oktober, da ist ja kühler. Und drinnen war sie ja in meinem Bauch. Ich denke, das ist alles, was es hier erklären zu gibt. Naja, Sie sollten das mit einem Arzt klären. Entschuldigung, sind Sie nicht Arzt? Was? Okay, ich gehe, okay. Das habe ich mir sicher nur eingebildet. Alles okay, mein Schatz. Wir kommen hier raus. Ich bringe dich nach Hause. Alles wird gut. Hat der irgendwas bei meinem Kind gemacht? Vielleicht hat mein Kind ihn gar nicht gebissen. Vielleicht hat er das Kind irgendwie angegriffen. Oh mein Gott, ich mache mir solche Sorgen. Okay, aber mein Kind ist nicht grün. Es ist kein Zombie. Alles ist gut. Es ist vielleicht ein bisschen aggressiv, aber es hat sich ja nur Angst gehabt. Alles gut. Kein Wunder, dass du jetzt heulst, wenn du dein Kuscheltier nicht hast. Okay, warte. Ich habe was Tolles gefunden. Da wirst du viel Spaß mit haben. Ups, hallo Mama. Ronja, was ist passiert? Nix, Lilly und ich, wir spielen nur. Ich habe die Axt gesehen. Lilly, hör auf zu heulen. Axt, keine Ahnung, wovon du redest. Ich bin nur hinten, ich gucke gerade hier bei den kleinen, süßen Rackern hier, die hier im Bett liegen. Und die haben, also wenn du jetzt von der Axt sprichst, ja, die haben hier eine versteckt. Lügst du mich jetzt an? Nein. Sie hat versucht, mich zu erpressen. Okay, Mom, es ist nicht so, wie es aussieht, es tut mir voll leid. Ich komme halt nicht klar mit den Kindern hier, die sind alle solche Weicheier. Keiner will mal ein bisschen spielen oder irgendwas machen. Lilly, es tut mir leid. Nicht hier, Lilly. Ronja, deine Tochter. Ronja bekommt zu Hause Ärger. Oh, du bist so nervig, Mama. Ganz ehrlich, das ist schon der dritte Kindergarten, in dem ich bin. Die Leute hier sind alle blöd. Können wir einfach nach Hause gehen? Ronja, geh dich entschuldigen. Okay. Ich glaube, Lilly ist weg. Ich glaube, die versteckt sich. Lilly, falls du das hörst, tut mir leid. Ich meine es nicht so. Oh, da hinten. Tut mir leid, Lilly. Weißt du, ich bin so schlecht. Ja, ich weiß. Du bist furchtbar in allen Spielen, die ich versucht habe, dir zu erklären. Ronja, ich habe mich entschuldigt, oder nicht? Komm jetzt mit nach Hause. Hallo Mama, ich bin zu Hause. Oh, ach nee, du hast schon wieder einen Brief gekriegt, hä? Ronja, was ist es diesmal? Du hast Kinder bedroht. Ja, aber nur die, die es verdient haben. Im Chemieunterricht. Mit Säure. Okay, erstmal, wenn die Lehrer nicht wollen, dass Säure auf andere Kinder gekippt wird oder halt, sagen wir mal, gedroht wird. Ich hab's ja nicht mal gemacht. Ich habe gesagt, wenn du weiter so muckst, dann beschmeiße ich dich mit Säure. Aber habe ich ja nicht. Ich bin so enttäuscht von dir. Keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, warum ich das mache. Ich habe das Gefühl, mich stört nur alles und dann werde ich so wütend und dann verliere ich einfach die Kontrolle über mich. Du hast Hausarrest. Mama, das ist nicht fair. Okay, pass auf. Die anderen Kinder, alle so langweilig, okay? Alle nervig. Keiner macht irgendwas. Dann denke ich, hey, vielleicht können wir was spielen. Vielleicht können wir dem Lehrer einen kleinen Streich spielen. Vielleicht können wir dem Lehrer ein bisschen irgendwie was reinmogeln. Vielleicht eine falsche Spinne. Vielleicht irgendwie was Lustiges, was dann ist, diese Dunstabzugshaube befällt. Und alle anderen sind nur, Ronja, das macht man nicht. Mimimi, ich verpetz dich beim Lehrer. Wir gehen jetzt zum Arzt wegen deinem Verhalten. Meinetwegen. Und du darfst nicht mehr in die Schule. Oh nein, ich darf nicht mehr in die Schule. Was soll ich denn nur machen jetzt? Ohne die ganzen nervigen Lehrer und die Hausaufgaben. Ach, Menno. Hallo, ich sollte herkommen. Meine Mom hat keinen Bock mitzukommen. Sie meinte, die hat Riesenangst vor Ärzten. Der letzte hat sich wohl irgendwie verwandelt. Hallo, okay. Ich bin hier, weil ich laut meiner Mom und halt allen Lehrern und allen Kindergartenkindern und allen Kindergartenerziehern
dazu neige, aggressives Verhalten zu haben und sie sich wohl Sorgen machen. Na, dann komm mal mit. Alles klar. Was ist das hier? Kann man damit Leute pieksen? Leg das weg. Aber, oh, das sieht aus. Oh, das hat eine richtig schöne spitze Kante. Da kann ich der blöden Tamara aus der Schule richtig eins mit überziehen. Ups, ich meine, ja klar, ich komm mit. Ich sehe hier ein paar Verhaltensprobleme. Ja, wer tut es nicht? Soll ich mich hier hinsetzen? Hinlegen? Ich mach einfach. Okay, was stört sie denn an mir? Wann hast du deinen Geburtstag? Ich wurde tatsächlich in diesem Raum, in diesem Krankenhaus geboren. 25. Oktober? Oh, okay. Alles okay? Das sagt einiges aus. Okay, und was ist jetzt, soll ich irgendwie eine Medizin nehmen oder ein Pflaster? Naja, wir können da nicht viel machen. Aber was sagt's denn jetzt aus? Kinder, die so nah an Halloween geboren werden, nennen wir auch verfluchte Kinder. Oh mein Gott, ich bin verflucht? Oh, das klingt richtig cool. Oh, da kann ich den anderen in der Schule richtig Angst mitmachen. Das ist gar nicht gut. Klar, das ist richtig blöd, aber kann man jetzt nichts machen? Naja, ich kann Ihnen da nicht helfen. Alles klar, ich schätze mal, es war immerhin eine gute Erfahrung beim Arzt. Naja, Sie sollten sich einfach in Ihr Zimmer einschließen. Und nie wieder rauskommen. Klar, Lady, das werde ich tun. Zu Halloween wird alles schlimmer. Viel Glück. Ja, danke fürs Glück. Oh mein Gott, warte. Oh mein Gott, vielleicht waren es doch Aliens. Die hat sich gerade wegteleportiert. Wie cool, das erzähle ich meiner Mom. Okay. Bitte mein großer Tag. Ich habe meinen ersten Tag bei der Polizei. Beziehungsweise es ist ein bisschen mein Vorstellungsgespräch. Aber ich habe mir schon eine Uniform geklaut, damit die denken, ich bin einer von ihnen. Und dann tue ich einfach so, als würde ich hier arbeiten. Und dann kann eigentlich keiner mehr Nein sagen. Ich liebe es, bei der Polizei zu arbeiten. Die haben so viele Waffen und Sachen, mit denen du Leute schlagen kannst. Und so aufregend. Okay, hi, Kollegin. Ah, hallo. Oh nein, ist das eine Kriminelle, die wir auf jeden Fall wieder einsperren sollten? Den Kollegencode bitte. Der Kollegencode ist PRESON. Du bist ein verfluchtes Kind, oder? Oh mein Gott, du auch? Man sieht's an den lila Haaren. Oh mein Gott, du bist das erste andere verfluchte Kind, was ich treffe. Was willst du denn hier? Oh, ich habe gedacht, bei der Polizei arbeiten ist richtig cool, weil ihr halt die ganzen Waffen habt und mit Einbrechern und halt anderen Leuten kämpfen könnt. Na gut, dann komm mal mit. Aufregend. Übrigens, ich glaube, die ist wirklich auf der Flucht. Hey, stehen bleiben. Oh. Oh, was für ein Spaß. Komm mit mir. So. Und erste eingesperrt. Was für ein erfolgreicher Tag. Ey, die Olle, bleib weg. Stopp, stehen bleiben. Ach, die Leute in dieser Stadt. Das war aber schon sehr gut von dir. Warte, arbeitest du deswegen auch bei der Polizei, weil du auch ein verfluchtes Kind bist? Ja. Ja, gell, vor allem jetzt so um die Halloween-Zeit rum hat man immer richtig das Bedürfnis, irgendwas zu unternehmen. Genau. Willst du eine Runde fahren? Ja klar. Warte, ich bin übrigens Ronja. Willst du eine Runde fahren und Chaos anrichten? Oh, hey, ja, unbedingt. Oh, ist das unser Polizeiauto? Oh, das sieht cool aus. Wie heißt du eigentlich? Ich bin Mary. Hi Mary, schön dich kennenzulernen. Oh mein Gott, Mary, es ist alles so schön geworden hier. Ich kann es kaum glauben, dass unsere Geheimbasis endlich fertig ist. Oh mein Gott, du hast es so toll eingerichtet. Es ist wunderschön. Ich kann es auch kaum glauben. Dann denke ich, steht unserem großen Banküberfall nichts mehr im Wege, oder? Ja, ich habe mich ins System gehackt. Oh mein Gott, du bist die beste Mary. Es ist alles ready to go. Okay, dann auf geht's, oder? Worauf warten wir noch? Ja, los geht's. Okay. Ich habe mein Überzeugungsgewehr und ich habe natürlich auch einen großen Beutel für das ganze Geld, was wir klauen werden, um unsere Basis noch schöner zu machen. Einfach durch den Vordereingang? Nein, ich habe einen Plan. Ja, aber Pläne schmähne, es ist mitten in der Nacht und alles in meinem Körper kribbelt. Ich will einfach nur rein. Du gehst von vorne, ich gehe von hinten rein, aber du musst warten. Ja, ja, damit du die Alarmanlage deaktivierst. Oder? Genau. Okay, dann warte ich hier vorne. Du kannst außen rumgehen. Geh nicht alleine rein. Alles klar. Okay, wir sehen uns drin. Ich habe keine Ahnung, wie lange Mary braucht, um das ganze Ding auszuschalten. Aber ich kann es kaum erwarten. Das ist mein erster Einbruch. Das ist mein erster großer bewaffneter Raubüberfall. Ah! Mein ganzes Leben lang warte ich darauf. Es ist so super, ein anderes verfluchtes Kind getroffen zu haben und mit ihr zusammen aufgewachsen zu sein. Okay, ich kann es nicht mehr abwarten. Ich gehe rein. Okay, here we go. Und Hände hoch, das ist ein Überfall. Oh nein, geh weg. Ich denke nicht. Komm, gib mir all dein Geld. Oh, immer diese blöden, verfluchten Kinder. Na komm, mach schon. Aber ich bin vorbereitet. Au. Ah, auf. Ah, mein Gott, andere Leute haben auch Waffen. Oh mein Gott, au. Nein, lass. Meine Freundin Mary. Mary. Mary, bist du das? Oh nein, Ronja. Es ist so leid. Oh mein Gott. Ich hab dir doch gesagt, du sollst warten. Ich kann dir nicht mehr helfen. Es tut mir so leid.
So, das war's mit dieser Folge Roblox Brookhaven. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Und wenn ihr noch nicht gemacht habt, dann abonniert gerne den Kanal, dann verpasst ihr keine neuen Videos. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss!